Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, wir waren beim letzten Mal mit Billy unterwegs und wartet mal gerade. So. Und mussten Claire hier aus die. Rebecca hier aus der Tür hier befreien. Ich sage immer noch Claire, ne? Und genau, wir sind jetzt halt wieder zusammen. Wir haben beim letzten Mal den ersten Zwischenboss erledigt. Tatsächlich. Und der war schon nicht ohne, aber den haben wir zum Glück ohne Heilung zu benutzen gebraucht. Ohne Heilung zu brauchen, erledigt, genau. Ging sich gerade noch so aus mit der Munition für das Schrotgewehr, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Und wir müssen jetzt, ich wollte jetzt tatsächlich, genau, wir können hier Items austauschen mit Billys Inventar. Max, aha, genau. Dass Rebecca die Farbbänder. Ach, ja doch. Rebecca die Farbbänder hat und Billy nur die Waffen. Das ist jetzt die. Ist jetzt die Frage, ne? Austauschen. Nimm du bitte auch das Werkzeug, Rebecca. Und die Heilung. Ja, müssen wir gleich mal zusammenwischen. Weil wir haben ja in dem einen Raum da, wie wir sehen. Da. Ganz viele rote, ganz viele leuchtende Punkte. Und das sind Items und die möchte ich gerne mitnehmen. Wartet mal. Solo? Nein. Partner, du bleibst bitte im Team. Und bitte inaktiv. Weil ich möchte nicht, dass der seine Munition verschießt. So. Und dann folgt er uns und ich werde jetzt... Wartet mal. Haben wir noch Muni? Wir haben tatsächlich noch jede Menge Muni mit Rebecca. Das heißt, die können wir hier schön austauschen. So, weil ich werde, wie gesagt, die Gegner nur mit Billy machen. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir jetzt hier wieder in die Szene gehen. Und Billy spielen. So, Rebecca kann schön die Items tragen. Das ist okay so. Ja, genau. Wo war denn das jetzt nochmal? Da hinten ist immer noch zu. Da ist der Aufzug. Nee, es ist hier hinter. Okay. Dann gehen wir mal weiter, Rebecca. Finde ich aber auch echt ein cooles System, dass wir jetzt zwei Leute zum Tragen haben, weil so kann man einfach mehr Sachen mitnehmen. Oh Gott! Da ist noch ein Zombie! Da ist noch ein Zombie! Rebecca, schieß doch! Oh Gott. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Okay. Puh. Da kamen jetzt natürlich die Zombies wieder. Weil wir uns wieder vereinigt haben. Ah, okay. Okay. Ja. Aber wie gesagt, ich werde mit Billy, wie gesagt, schießen. Um Rebecca einfach ein bisschen zu beschützen. Ist halt... Rebecca ist halt ein bisschen schwach auf der Brust. Und deshalb, ja... Gehen wir mal mit dem Mann hier vor. Wenn wir hier hochgehen, kommen wir, glaube ich, dahin, oder? Ja, genau. Dann folge mir, Rebecca, ab hier hoch. Und dann kriegst du gleich mal ein bisschen was zu schleppen. Weil wir haben da oben nämlich noch eine Aktentasche und einen Job für dich zu... Ich bin schon wieder falsch. Ich renne immer zu diesen Dinger da hin, aber es ist auf einer anderen Seite, verdammt. Das ist noch ein Stück weiter, glaube ich. Ich werde mit diesem Zug hier irgendwie nicht warm. Genau, das ist da hinten. Oh Gott. Ja, okay, dann komm. Da ist noch einer. Das ist jetzt aber unfair. Wo schießt du denn hin? Oh, zwei auf einmal. Okay. Okay. Na, lad doch nicht nach. Oh Gott, nein. Nein, nicht Rebecca. Rebecca, lass Rebecca in Ruhe, du Penner-Zombie. Und du lässt mich auch in Ruhe. Ah, verdammte Kacke. Schieß! Wir haben jetzt alle mal gebissen. Haben jetzt alle mal gebissen. Oh, wo kommen die denn wieder her? Der lebt immer noch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, toll, das war sehr ineffizient jetzt. Oh. Um Gottes Willen. Heil dich, Rebecca. Heil dich. Partner. Rebecca. Ach, verdammt. Müssen wir hier drüber gehen.
Gott. Heile dich. Verdammt nochmal. Na toll. Da kamen jetzt auf einmal zwei Zombies aus der Ecke. So geht's dann hin mit unserer Heilung, ne? Und wir müssen hier wieder austauschen. Einmal grünes Kraut und das einmal verwenden. Verdammt. So schnell kann's gehen. Kombiniere damit. So. Da kamen auf einmal die Zombies aus der Ecke. Ich fasse es ja nicht. Ja gut, aber wäre auch sonst so einfach, ne, wenn gar keine Gegner mehr kommen würden. Aber das war schon. Sollen wir nochmal speichern? Warte, haben wir Farbbänder dabei? Rebecca, was hast du? Drei Farbbänder, ja. Okay. Das heißt, wir haben immer Farbbänder dabei. Ich würde jetzt aber gerne mal die Items abholen. Hier, das war doch hier drin, Konduktor. Oder? War das nicht hier? Doch, nee. Doch, wir müssen hier rein. Und dann die Leiter hoch. Ja, ja, okay. Ich weiß schon, es ist ein bisschen weiter weg, die ganze Sache. Leiter hochklettern. Ich hoffe mal, dass wir hier jetzt nicht total falsch laufen, aber nee. Sollte eigentlich auf dem Weg sein, weil hier haben wir ja das Vieh platt gemacht. Genau, hier ist jetzt der Wind natürlich, ne, und eine rasante Szene. Genau. Aber da sind wir doch schon. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil Zero. Ach genau, hier sind wir schon. Da vorne liegt unser Messer. Was wir niemals brauchen werden, hoffe ich. Und ja, ich nehme das Ganze an einem Sonntagabend auf, wie immer eigentlich, ganz klassisch. So, und wollte eigentlich noch sagen, dass mal wieder eine Arbeitswoche anfängt, aber gut. Wir haben jetzt erstmal hier einiges an... Hallo? Nimmst du die Knarre mit? Ja, danke. So, dann den Rest muss Rebecca aufnehmen. Die Heilkräuter, die kann nämlich nur sie zusammenmischen. Genau, und hier auch. Na komm. Na komm. Nein, nicht. Das ist so blöd. Die wollen die Items manchmal nicht aufnehmen. Verdammt nochmal. Geht da wieder rein. Ich will die Items haben hier. Und dann können wir da gleich in dieser Luke da im Boden weitermachen. Aber ich möchte bitte erstmal dieses rote Kraut hier haben. Was ist denn hier los? Die Steuerung ist ein bisschen... Hallo? Nimmst du das nicht? Hallo? Rebecca, danke. Mein Gott. Pixelgenauigkeit hier. Und die Aktentasche bitte noch. So. Diese Pixelgenauigkeit. So, kombiniere damit. Dann haben wir... Ne, Billy ist reine Waffengewalt. Okay. Rebecca ist ja quasi unser Item-Mensch. Haben wir hier sonst noch irgendwas liegen? Nö. Das Messer werde ich hier liegen lassen. Werde ich nicht brauchen. Gut, Billy. Raus hier. Sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt nochmal kurz überlegen. Wo warten das jetzt nochmal? Da liegen ja diese Eier rum. Wo warten das jetzt nochmal mit der Luke im Boden? War das nicht da in der Nähe, wo wir Claire Rebecca befreit haben? Ich muss mich doch echt dran gewöhnen. Dass das nicht Claire ist. Verdammt nochmal. So, hier wieder schnell runter. Das ist ungemütlich hier. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht soweit. Mir geht es nach wie vor sehr gut. Ja. Ich hoffe, bei euch ist alles tiptop, auch im privaten Bereich. Ich hoffe, ja. Das wollte ich dass alles tiptop ist. So. Bei mir ist alles tiptop. So, da müssen wir mal gucken gerade. Da ist es nicht, da ist es nicht, da ist es nicht. Ah, da ganz hinten. Ganz komplett durch den Zug durch, ja, toll. Können jetzt natürlich wieder alle möglichen Zombies aufstehen, ne? Doch immer so. Die wollen uns doch nur ärgern hier.
Gut, Rebecca hat also keine Munition mehr. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Weil ich wollte ja eh mit Billy die Waffengewalt machen. Und mit ihm auch hauptsächlich rumlaufen, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, Rebecca kommt mir irgendwie so vor, als muss man die beschützen. Ist irgendwie ein bisschen schwächlich. Aber gut, als ist halt eine neue. Ja, sie hat halt komplett neu angefangen bei Stars. Und da ist das halt so üblich. So, warum ruckelt das denn jetzt hier so ein bisschen, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, hier können wir dieses Dings hier benutzen. Dieses Werkzeug. Klappenöffner, genau. So. So, sollen wir da jetzt rein oder wollen wir nochmal speichern gehen? Weil ich habe keine Lust, das nochmal nachzuspielen, wenn wir sterben. Ist die in der Nähe ein Speicherraum? Nee, der ist ewig weit weg. Nee, dann lass. Dann geht Billy kommen. Wartungsgang betreten. Ja. Bisschen James Bond-mäßig hier. Finde ich gut. Oh Gott! Zombie-Hunde! 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 Verdammte Kacke! Wo kommt die denn her? Ah! Eklig! Komm! Nein, 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 nein! Komm, lass! Aus, mach, sitz! Ja, danke. Ja, toll. Und ich bin wieder gelb. Rebecca, geht's gut? Mann. Aber guckt mal, hier liegt doch schon wieder Zeug. Ein Erste-Hilfe-Spray, alles klar. Das heißt, ich kann das dann wieder direkt wieder der Rebecca geben hier. Austauschen. Rebecca. So. Okay, wir sind im gelben Bereich. Schrotmuni. Ja, die nehme ich. Vielen Dank. Na, was haben wir hier? Objekt kann hier nicht getragen werden. Das einmal bitte austauschen zu Rebecca. Und wir haben 7 Shotgun-Muni. Nehmen wir so. Und was ist denn das hier? Benzinkanister. Was wollen wir denn damit? Prüfen. Untersuchen hier. Es ist mit Benzin gefüllt. Ah ja, brauchen wir das irgendwie? Es hat eine 3 dran. Weiß ich jetzt nicht. Kann man das? Das kann man auf jeden Fall stacken. Aber keine Ahnung. Also, in den Kisten sind Essen und andere Sachen. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Da kommen hier auf einmal Zombiehunde. Ja, guckt euch das an. Das war natürlich ein seltsamer Geruch umgibt den Käfig. Ja, danke. Was haben wir hier? Ein Goldring. Ah, wartet mal. Das ist. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, ich will nicht raus. Nein, stopp. Stopp, 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 stopp. Ich wollte doch noch. Okay. Das ist jetzt ein bisschen laut, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich glaube, das hier können wir mit dem Koffer verbinden. Wartet mal. Geh mal wieder rein. Das ist mir hier ein bisschen zu laut. Das ist mir zu laut. An der Wand befindet sich ein Greifhaken. Zur Verwendung Hebel drücken und Sperre lösen. Gucken wir uns gleich an. Ich möchte erstmal wieder rein. Ich möchte erstmal in Ruhe das mit dem Koffer machen. So, dann gehen wir bitte auf Rebecca. Ins Inventar. Dann kann man das hier doch verbinden, oder? Kombiniere damit. Genau, Aktentasche. Und da haben wir, wenn wir das jetzt hier untersuchen. Ha! Der Goldring passt perfekt in die Öffnung. Das heißt, wir brauchen dann noch einen Silberring wahrscheinlich. Bom, bom. Ich finde das cool mit der Szene wechseln. So, dann gucken wir mal, was hier draußen jetzt gebacken ist.
Alles klar. Boah, hier geht's ganz schön ab. Der Hebel für den Auslöser. Ich weiß ja nicht, was das auslöst. Kann man das Ding hier nicht nehmen? Greifhaken? Nö. Okay. Dann leg den Hebel um. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da abgeht. Alles richtig gemacht. Hä? Ach, wir müssen... Ach, krass. Okay. Wir müssen schnell sein. Dann, Rebecca, geh bitte hier hoch direkt. Der Hebel für den Auslöser umlegen. Ja. Okay, wir müssen schnell sein hier. Wir können nicht... Okay, F. Ah, sehr gut. Nehmen es. Ja. Sie brauchen zwei Blöcke. Oh, nö. Warum das denn jetzt? Okay, dann... Leg das erstmal ab. Und drücke so schnell wie möglich F. Okay. So, wir haben zwei freie Plätze. Nimm das Ding. Greifhaken. Danke. Da ist noch eine Bedienungsanleitung bei. Warnung. Dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Nach Verwendung an den richtigen Ort zurückbringen. Hinweise zur Verwendung. Erstens, Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass, ach du Heilige, dass er die Leiter greift. Zweitens, klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilo wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Das heißt, wir müssen es mit Rebecca machen. Okay. Aber ich gebe den Greifhaken... Ja, wobei... Die ist gerade ziemlich voll, das ist das Problem, ne? Billy ist auch voll. Sollen wir die Pistole ablegen? Ja, leg die Pistole erstmal ab, die holen wir dann später wieder. Jetzt nimmt sie das wieder nicht auf hier. So, jetzt. Okay. Nimm den Kräutermix. Und dann liegt jetzt hier erstmal unsere Pistole. Okay. Alles klar, dann gucken wir mal, was jetzt hier weiter abgeht. Laufen jetzt hier wieder... Hä? Ach, die sind wieder nicht im Team-Modus. Ja, das ist natürlich blöd. Dann machen wir ganz schnell Inventar hier und Team-Modus. Solo steht da. Team, so. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Überhaupt. Was müssen wir jetzt machen? Gute Frage. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Mysteriös. Wir müssen einfach mal zurück, würde ich sagen. Machen wir zurück. Wir haben jetzt nämlich gar keinen Zielpunkt mehr. Und auch keine Story-Items, außer diesen Greifhaken. Okay. Interessant. Die hier ist noch zu, ne? Die Tür wurde aufgeschlossen. Ja, perfekt. Dann müssen wir da nicht mehr da unten her. Na gut. Sehr schön. Gegner? Gegner? Keine Gegner. Oh Gott! Doch, Gegner! Oh, hat er mich erschrocken. Lässt du Rebecca in Ruhe? Hände weg. Errungenschaft. Nicht nachladen. Schlechter Zeitpunkt. Oh. Mensch, Rebecca. Ja, dann muss ich dich leider heilen. Dann sieht es jetzt doch nicht mehr so rosig aus mit unserer Heilung, ey. Verdammt nochmal. Ein Heilspray haben wir noch.
Da können wir aber auch die Pistole wieder mitnehmen. Stimmt. Wartet mal. Dann können wir die Pistole wieder mitnehmen. Ja, das ist natürlich ein Vorteil, ne? Freight Car. Schaut the... Was? Was steht da dran? Muss ich gleich nochmal gucken. Lustig auf jeden Fall. Kommt doch immer ein Zombie raus. Aus dem Schrank, ey. So, nimm die Pistole wieder mit, Rebecca. Nimmst du bitte die Pistole? Danke. So, dann können wir hier wieder rein. So laut hier draußen, Mensch. Total laut hier draußen. Aber wartet mal, ich bin gerade was anderes am Überlegen. Sollen wir vielleicht mit Billy nur mit der Schrot rumlaufen? Wäre jetzt die Frage, ne? Dass nur Rebecca dann eine Pistole hat. Aber Billy hat ja auch noch... Nee, wir sollten eigentlich die Munition sparen, das finde ich. Also ich werde hier auch möglichst versuchen, sparsam zu sein. Und ich werde gleich mal probieren, ob das funktioniert. Ob man die Zombies einfach One-Hit köpfen kann. Guck mal, da ist was. Dieses Objekt können sie jetzt nicht tragen. Billy, kannst du es nehmen? Auch nicht, auch voll. Was ist denn? Warum? Alles voll hier, ne? Ich würde sagen, lass uns mal die Farbbänder hier ablegen. Leg mal das Farbband hier ab, bitte. Billy. 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 So, meine Güte. Hä? Jetzt doch, Rebecca. Hast du das Farbband? Ah, Rebecca hat das Farbband. Ablegen. So, dann gucken wir mal, was wir da oben... Was das für eine Flasche ist da. Leere Flasche. Aha. Was haben wir jetzt hier noch? Was ist denn das? Oh, mir kommt gerade eine Idee. Aber prüfe es erstmal. Untersuchen. Dies kann bestimmt als Waffe eingesetzt werden, wenn sie es mit etwas füllen. Ah, da können wir Benzin reinschütten. Geht das? Nein, nein, nicht austauschen. Kombiniere. Ah! Errungenschaft freigeschaltet. Ja zum Recycling. Okay, Molotow-Cocktail. Aha. Untersuchen. Molotow, jo, cool. Eine ziemlich primitive Waffe, die bestimmt Gegnern beachtlichen Schaden zufügen kann. Okay. Behalte ich erstmal so. Da können wir ja das Farbband wieder mitnehmen. Das finde ich gut. Nein. Wo habe ich das jetzt abgelegt? Wo sind die Farbbänder? Nicht raus. Shut the Coof after you oder sowas steht da dran. Cool, ey. Cool. So. Naja, egal. Ich suche jetzt noch die Farbbänder. Wo ist das Farbband? Das ist ein bisschen doof, dass man das hier nicht sieht. So. Karte. Ist doch hier direkt vorne, rechts dran. Auf der Theke, ja. Hallo. Wo liegt das Farbband? Ach, jetzt nimmt sie das wieder nicht. Hä? Ich hab's doch hier abgelegt. Ja, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Hä? Ich stehe genau drauf, ne? Auf der Theke liegt lauter Nahrungsmittel, ja. Was weiß ich, dass da na... Oh! Ist das genau im Bildübergang? Irgendwo hier liegt das Farbband. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen, ich muss speichern. Ah, danke. Mein Gott.
Was ein Kampf hier, ey. Aber gut. Billy, komm bitte mit. Und wir wechseln auf dich. So. Billy ist einfach stärker. Er hat's einfach drauf. So. Dann können wir es ja mal ganz cool machen und zu zweit rennen. Ja, das geht auch. Das geht tatsächlich auch. Und ich habe jetzt einfach die Rebecca kann ich mit den Pfeiltasten steuern. Ich frage mich jetzt allerdings immer noch, wohin wir müssen, Freunde. Wo müssen wir hin? Können wir jetzt vielleicht hier oben diese Eier wegmachen? Nee, ich lasse es mal. Rebecca, komm mit. So, nee, aber ich werde trotzdem wieder noch ganz normal mit Billy rumlaufen. Ich würde es gerne einmal speichern, tatsächlich. Ja, das würde ich gerne machen. So, hier in den Speicherraum. So. So, zack. Wunderbar. Einmal speichern, bitte, weil wir sind nämlich auch am Folgenende angekommen. Ich verwechsel mal Karte und Menü, ne? Ah, wir sind hier goldrichtig, okay. Ach, wartet mal. Ebene 1, Ebene 2. Was war das doch mal mit dem... Ah, erstmal speichern, Freunde. Erstmal speichern. Wir haben wieder einiges geschafft, muss ich sagen. Das muss dringend gespeichert werden. So. Schreibmaschine. Ah. Rebecca, du musst speichern. So. Ah, danke. Schön beruhigend hier. So, hier. Tippse. Tak, 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 tak. Abteil. Dankeschön. Immer so beruhigend hier. Da will man immer länger drin bleiben. Aber es ist uns leider nicht vergönnt. Ich müsste dann noch einmal gucken. Akten. Passagiertagebuch, Hinweis für Vorgesetzte, Greifhakenbedienungsanleitung hier. Erste Verwendung außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons. Erste Etage des dritten Waggons. E1 ist richtig. 1, 2, 3. Außen am kleinen Fenster des dritten Waggons. Außen am Fenster des dritten Waggons. Wo war das denn jetzt? Da befindet sich irgendwo eine Leiter. Ich sehe gerade, die Folge ist voll. Lustig. Ah ja, wo ist denn hier die Leiter? Ist das vielleicht hier irgendwie? Ne, hier ist doch nichts. Der Zug ist außer Kontrolle. Oh, es ist zu gefährlich rauszugehen. Aber der ersten Etage des dritten Waggons. Vielleicht hier oben? Dass der hier ist? Ah! Nein, nicht hier. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Aber das ist doch nicht der dritte Waggon. Na gut, gucken wir noch mal. Was ist dann hier hinten, ne? In dem nächsten Raum. Das gucke ich jetzt noch, bevor ich die Folge beende. Wo wir hier weitermachen müssen. Okay. So, ist hier irgendwo eine Leiter? Ne, das ist eine Tür. Das ist auch eine Tür. Das sind Türen. Das ist keine Leiter. Der Zug ist viel zu schnell. Ja. Super toll. Wo müssen wir diesen Greifhaken einsetzen? Verdammt nochmal. Erster Geschoss der dritten Waggons. Des dritten Waggons. Am Fenster. Dass das hier ist? Wartet mal. Gehen wir wieder hier rein.
dass das hier hinten ist? Es regnet immer noch in Strömen. Nee, da müsste ich da tatsächlich beim nächsten Mal gucken. Rebecca, lässt mich bitte raus, danke. am Fenster. Aha. Okay, gut, Freunde, egal. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch bei gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.